Wir befinden uns in der Papierwerkstatt und die Papierwerkstatt ist eine von 10 verschiedenen Werkstätten an der Zürcher Hochschule der Künste. Die Studierenden haben in ihren Curriculums sehr viele praktische Anteile. Das bedeutet, sie arbeiten mit verschiedenen Materialien. Das geht von Textil, Karton, verschiedene Kunststoffe, Holz, Metall und so weiter. Es gibt eigentlich keine Grenzen und wir arbeiten auch sehr im experimentellen Bereich. Und da geht es dann vielleicht auch darum, wie kann man das digital verarbeiten, also weiterverarbeiten. Gibt es da eine Möglichkeit, das zuzuschneiden? Und dann kommt eben der Zündplotter ins Spiel. Wir sind hier am Departement Architektur der ETH Zürich und befinden uns im Gebäude Hill im Keller. Die Werkstatt, die gibt es schon seit über 30 Jahren. Die Digitalwerkstatt ist eine Do-it-yourself-Werkstatt. Das heißt, wir bieten den Studierenden eigentlich die einmalige Möglichkeit, dass sie Geräte benutzen können, an die man sonst eher schwer kommt, die auch eine gewisse Komplexität bieten. Das Potenzial ist in der Geschwindigkeit der Umsetzung in dem Sinne. Wir sind natürlich in der Lage, mit den Schneidplottern enorm komplexe Modelle zu erzeugen und zu überprüfen, räumliche Zusammenhänge zu sehen. Das geht von Topografie in Landschaftsmodellen bis zu Fassadenausschnitten in verschiedensten Materialien, die wir dann wirklich eins zu eins vor uns haben. Und das ist eigentlich da, hilft der Cutter enorm mit seiner Geschwindigkeit. Das ist etwas, was andere Maschinen nicht können. Wir haben auch Studierende, die studieren vor allem jetzt beispielsweise im Design. Die müssen diese Designprozesse auch verstehen. Und dort wird es natürlich auch spannend, wenn man sieht, da gibt es eine Maschine, wo man seriell produzieren kann. Auch wenn das jetzt noch klein gedacht ist, natürlich, aber es geht so in diese Richtung. Ja, ist ein Mittel zum Zweck, aber ist ein Mittel zum kreativen Zweck. Ich glaube, das ist etwas, was wir vor allem auch großen Wert darauf legen. Deshalb arbeiten die Studenten selbstständig mit dem Gerät, dass sie eben das Potenzial des Geräts erkunden können. Für die Studierenden ist es ganz sicher ein Werkzeug, um eben Umgebungsmodelle zu bauen, Landschaftsmodelle zu überprüfen. Mit Schichten beispielsweise machen wir aber auch komplexere Formen für Dinge, die 3D gescannt werden, dann vergrößert werden, für Biennale Projekte werden hier bearbeitet darauf. Wenn wir die Forschenden ansehen, dann ist es vor allem die Fräsfähigkeit des Zünds, die uns da interessiert, wo beispielsweise Greifer und Werkzeuge für die Robotik entstehen auf dem Zünd und hergestellt werden. Was ich sehr wichtig finde, auch hier an diesem Gerät, das ist so ein empirisches Forschen. Also die Studierenden haben die Möglichkeit, ihr Pfeil eben hier zu positionieren, dann auf einem gewünschten Material zu schneiden und man hat ziemlich schnell Resultate und man kann mal überprüfen, ist das das, was ich möchte? Wenn nicht, welches Material nehme ich als nächstes? Und mache wieder diese empirische Forschung, so Step by Step. Aus diesem Grund kam auch die Motivation, sich über so ein Gerät zu informieren, das eben den Digitalzuschnitt vor allem im textilen Bereich und in der Papier- und Kartonverarbeitung ermöglicht. Ich glaube, was für uns wirklich maßgebend ist, ist die Durabilität des Zündplotters. Ich meine, was wir nicht brauchen können, ist im Hochbetrieb, wenn Abgaben sind, vor Schluss der Abgaben, wo dann wirklich die Diplomierenden ihre letzten finalen Modelle machen können, brauchen wir sehr zuverlässige Maschinen. Und diese Zuverlässigkeit ist eigentlich das, was den Zünd für uns abgehoben hat von seinen, ich sage mal, nächsten Mitstreitern und weshalb wir schon so lange auf Zünd setzen.